Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch eine Geschichte über The Voice of Germany erzählen, die ihr nicht im Fernsehen sehen konntet. Michael. Wer mir auf Instagram folgt, der hat es wahrscheinlich schon geahnt. Ja, ich war wieder bei The Voice of Germany, nicht weil ich selber mitgemacht habe, sondern weil ich meine liebe Freundin Lara Trautmann, aka Lara Loft, begleitet habe, die da nämlich mitgemacht hat. Schaltet am besten jetzt kommenden Donnerstag, 3.11.2016, den Fernseher an, dann könnt ihr das nämlich sehen. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema. Und zwar die Geschichte, die ihr nicht im Fernsehen sehen konntet. Denn im Jahr 2015 hat Lara bereits schon einmal bei The Voice of Germany mitgemacht. Nur hat sich da unverständlicherweise tatsächlich kein Stuhl umgedreht. Und es ist tatsächlich so, dass nur ein kleiner Bruchteil von dem, bei denen sich die Stühle nicht umgedreht haben, überhaupt im Fernsehen gezeigt wird. Und Lara wurde tatsächlich nicht ausgestrahlt, aber das ist doch kein Problem, denn ihr habt doch den Gnichel! Und ich zeige euch jetzt hier, wie es letztes Jahr war. Wir spulen zurück. 2015. Lara war aufgeregt, also war auch ich aufgeregt und wir haben gemeinsam die ersten Songs ausgewählt für die erste Vorrunde. Hallo, ich befinde mich hier gerade im Raum mit Lara Loft und wir wählen gerade Songs aus für ihren Voice of Germany Auftritt. Das ist geil. Hier, so sieht das aus. So ein Geklirre hier. Okay, 1, 2, 3. Yeah, die steht noch zur Auswahl. Yeah, wir haben es geschafft. Wir haben Songs. Juhu. Und dann kam die Nachricht, dass sie dabei ist. Wow. Allerdings wurden zuerst ihre Familie und Freunde benachrichtigt. Die wiederum sollten ihr das überraschenderweise erzählen, dass sie dabei ist. Dabei ist leider ein Fehler passiert. Aber davon soll euch Lara mal erzählen. Zur Überraschung. Die ist, glaube ich, ein bisschen schief gegangen, weil wir waren hier am Zocken und ich bin dann ja nicht gerade leise. Und ich weiß nicht, ob ich in dem Moment gewonnen habe oder verloren habe. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich geschrien. Und die haben mir alle vor der Tür gelauscht und gewartet, bis ich den Anruf bekomme und dachten, weil ich geschrien habe, dass ich den Anruf bekommen habe. Ja, es war halt nicht so. Und deswegen kamen alle rein und herzlichen Glückwunsch! Und ich dann nur so, hä, was? Herzlichen Glückwunsch! Dies ist der Moment, in dem sie erkannten, oh, Lara hat den Anruf ja noch gar nicht bekommen. Was erzählen wir denn jetzt, warum wir hier sind? Wir wollten eigentlich nur deine Wohnung besichtigen. Das ist jetzt Wohnungseinstand. Ja, genau. Also es ist so, Also herzlichen Glückwunsch zu deiner Wohnung. Ja, gerne. Das sind deine Führerscheine. Und auch mal für deine Haarfarbe. Ja, genau, weil deine Haarfarbe so schön ist. Na, dass du nach dem Festival von Cannes gewesen bist, oder? Geh jetzt gerade los. Oder, was ist denn los? Hallo? So. Oh mein Gott, ich bin dabei! Ja, cool. Ich bin auch. Bis dann. Tschüss. Ja, ein bisschen. What the fuck? Ihr wart so laut, Lara ist dabei, also sind wir zack nach Berlin gefahren. Guten Morgen, ich bin angekommen in Berlin und werde da drin wahrscheinlich nicht filmen dürfen. Hm? Wir sind hier mittendrin im Voice of Germany. Bauer im Mund, warte. Und sie hat einen Mund. So, wir sind hier mitten in den Gebäuden von Voice of Germany und ich darf leider nichts filmen, aber hier in der Abstellkammer, da darf ich, also quasi, da darf ich filmen. Hier wird gegessen, hier ist Catering, hier, ich zeig das mal ganz kurz. Leute, da werden wir gleich die Show sehen können. Na, war schon ganz aufgeregt. Oh Gott, ich hab so Angst. Warum eigentlich? Brauchst sie gar nicht haben. Aber. Brauchst sie gar nicht. So viele von meinen Freunden sind schon draußen. Die sind traurig. Die waren so geil. Genieß die Show einfach. Sie genießt einfach die Show. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Worte. Die Septime. Stille. Ach so, wir müssen ja jetzt auch was singen, anscheinend. Jetzt alle mal singen. Und alle. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do? Nein, das ist ein bisschen geil. Ich denke, ihr seid musikalisch. Bitte was?
Kamera. Achso, hier ist die Kamera. Ja, jetzt darfst du. Um 7.45 Uhr mussten wir hier sein heute. Ich musste um 5.30 Uhr aufstehen. Ich auch. Nur mal so. Aber ich auch. Okay, ich gut. Muss singen. Ich muss singen. Ja, okay. Aber ich bin auch 6 Stunden Auto gefahren. Ja, okay, sie hat gewonnen. Gestern. Sehr aber gestern. Du bist die Gewinnerin. Ja, sieht diese Freude. Yes. Oh, ich habe hier schon ganz nette Leute kennengelernt hier. Guck mal, das ist die Lilly, die macht auch mit. Hallo, Fiona. Hallo. Wie ist die Stimmung bei euch? Aufgeregt. Alles ist ja aufgeregt. Also ich gar nicht. Merkt man ja nicht an. Aber du musst ja heute auch nicht singen. Aber das könnte ein Grund sein. Ja. Wie ist die Stimmung? Oh ja, yeah, die Stimmung tobt hier. Alle warten, dass da was passiert. Das passiert nichts. Oh, das ist übrigens ein ganz netter Engländer hier, den habe ich hier auch kennengelernt hier. Das ist die Anina übrigens. Anina, die macht auch mit. Das ist wahr. Die kriegt doch Sweetness-Bonus, oder? Definitiv. Du auch. Trink mal. Wasser. Trink mal Wasser. Wodka. Du auch. Mach mal. Karat naturell. Darauf, sonst wollen die mir noch Geld entgeben. Das wäre, ich nehme kein Geld. Welcher YouTuber braucht schon Geld? Kein, ja. So, jetzt haben wir Pause und hier habe ich auch wieder nette Leute kennengelernt hier. Of the night, the chemical, physical, kryptonite, helpless to the nation of fading lights. Oh, you're about to get together. She took my arm, I don't know how it happened. We took the floor and she said, oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. Hier wird sich vorbereitet. Lauf, lauf, lauf! Oh Gott, du kommst zu spät. Okay, da ist wohl gerade jemand raus. Was? Das muss knacken. Tribbelmassage. Tribbelmassage. Anuschka ist raus, oder was? Ja, Anuschka ist raus. So, hier seht ihr die Rockröhre schlechthin. Ja, yes! Yeah. Rock'n'Roll! Yeah. Das ist mein Motto übrigens. Mein Motto, sehr geil. Sehr, sehr geil. Und dann begann die Show. Ich durfte da drin verständlicherweise nichts filmen. Und es hat sich kein Stuhl für Lara umgedreht. Und keiner kann es verstehen. Ich kann es nicht verstehen. Die Zuschauer konnten es nicht verstehen. Ihre Freunde konnten es nicht verstehen. Ja, selbst die anderen Teilnehmer konnten es nicht verstehen. Niemand konnte es verstehen. Also mal ganz im Ernst. Lara ist doch der Hammer, oder? Ich bin mega Fan von Laras. Großartige Frau.
Ich habe ihren Auftritt von hinten gesehen und die Coaches haben keine Ahnung. Ich glaube, nächstes Jahr sollte ich mich in einen Sessel setzen. Verlust. Hört auf diese Frau. Absolut. Also ein großer Verlust für diese Show. Absoluter großer Verlust. Sie ist fantastisch. Show. Bitte, bitte, bitte. Nicht den Kontakt ab. Nein, ja. Auf keinen Fall. Komm mal her. Die sind auch immer ziemlich toll. Geil. Die sind auch ziemlich geil. Die sind auch ziemlich geil. Die waren ziemlich geil. Sie ist sowieso mega. Ja, sie ist, das sage ich schon immer. Bis dann, ciao. Macht's gut. So, wie geht's euch? Super. Du? Abgefahren. Ja, ich wünsche euch noch viel Erfolg. Dankeschön. Gefeiert. Es wird gefeiert auf jeden Fall. Yeah, cool. Lass mal raus. Ich habe damit nichts zu tun. Ich kenne den nicht. Ich auch. Congratulations, guys. Danke. Wir hoffen. Alle können es nicht verstehen, dass Lara nicht weiter. Du auch nicht. Keiner weiß. Ja, die hier auch. Die können es auch alle nicht verstehen. Wir können es nicht verstehen. Niemand kann es verstehen. Niemand kann das verstehen. Das ist einfach unverständlich. Ja. Vielleicht versuche ich es immer nochmal. Mach das! Alles gut. Hallo? Ja, weil ich verstehe nicht, warum du es nicht gesagt hast. Entschuldigung. Schweiß, egal. Genau die Situation. Das hätte super gepasst. So, aber ist ja auch alles egal, denn dieses Jahr 2016 hat sie wieder mitgemacht und diesmal wird sie ausgestrahlt. Und ich werde natürlich weiter für euch vloggen. Pro Runde, die sie weiterkommt, wird ein neuer Vlog entstehen. Könnt ihr alles hier sehen. Abonniert hier einfach meinen Kanal, kostet nichts und so verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Und dasselbe gilt auch für Laras Kanal, den ihr hier abonnieren könnt. Und falls ihr euch fragt, wer eigentlich dieser Typ hier ist, der euch die ganze Zeit zusabbelt, dann guckt euch doch einfach eine kurze Zusammenfassung hier über mich an. Und hier kommt ihr zu einem gemeinsamen Video von Lara und mir, von dem es hoffentlich noch ganz viele geben wird. Also dann, wir sehen uns. Bis dann. Rock'n'Roll. Yeah.